Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute besuchen wir mal das Denkmal des Aufstandes der Einwohner von Kordun und Banja. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Dieses Bauwerk ist auch unter dem Namen Denkmal von Petro Vágora bekannt. Viele sagen auch Spomenik dazu. Also Spomenout ist zum Beispiel das tschechische Wort für sich erinnern. Und da würde ich mal denken, da ja in der slawischen Sprache viele Gemeinsamkeiten existieren, ist Spomenik im übertragenen Sinne ein anderes Wort für Denkmal. Aber ich will auch keinen Quatsch erzählen. Also, wenn es anders ist, dann korrigiert mich einfach. Ja, es ist halt eine Gedenkstätte des jugoslawischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg. Und es befindet sich auf dem Gipfel, dem Veliki Petrovac. Zur Geschichte. Es ist halt ein Denkmal, was an den Aufstand und die Widerstandsbewegung der Bewohner von den beiden Orten Kordun und Banja gegen den nationalsozialistischen Faschismus erinnert, sowie an dessen zivile Opfer und die gefallenen Widerstandskämpfer. Die ersten Einheiten der jugoslawischen Partisanen in dieser Gegend wurden im Frühsommer 1941 aufgestellt und da kämpften ethnische Serben und Kroaten gemeinsam gegen die faschistischen Besatzer. Und die Region um Petro Vágora spielte in diesem Befreiungskampf der Partisanen eine wichtige Rolle. Und hier wurde auch das kroatische Hauptquartier der Volksbefreiungsarmee gegründet. Und es befand sich während des Krieges ein großes Lazarett der Partisanen. Da gibt es noch ein paar Überreste von diesem Lazarett, so ein paar Holzbaracken. Das Gebäude wurde entworfen von einem jugoslawischen Bildhauer, Vojin Bakic. Und das Denkmal wurde im Jahr 1981 fertiggestellt. Lediglich äußerlich, der Innenausbau war soweit noch nicht vorangeschritten.
Das Gebäude besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion, welche mit geformten Edelstahlplatten verkleidet wurde. Diese Edelstahlplatten sind aber größtenteils schon demontiert worden, weil sie wahrscheinlich auf dem Schrottmarkt eine Menge Geld einbringen. Das Innere des Gebäudes beinhaltete mal ein Museum, in dem sich eine dauerhafte Ausstellung zum antifaschistischen Widerstand der Region befand. Und die umliegenden Gebäude und Flächen des Komplexes dienten quasi der Erholung und der Freizeitgestaltung. Nach der Unabhängigkeitserklärung der kroatischen Teilrepublik von Jugoslawien im Jahre 1991 und dem anschließenden Krieg setzte eine zunehmende Vernachlässigung dieser Denkmäler statt. Das Museum war nach 1995 zunehmend dem Verfall und mutwilliger Zerstörung ausgeliefert. Die Zerstörung der Gedenkstätte halten bis heute noch an. Ja, insbesondere, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wird dieser wertvolle Edelstahlmantel entwendet. Ist natürlich sehr schade drum, weil irgendwann ist da nichts mehr davon vorhanden und das ist halt für die Nachwelt eigentlich sehr bedauerlich. So, und da hinten, wo der Funkturm rausguckt, da war der Bunker von dem anderen Video. Auf dem Dach ist eine Aussichtsplattform, von welcher aus man bis nach Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Zagreb schauen kann. Oben auf dem Dach, da hört man noch das Brummen eines Transformators. Der ist quasi für die Stromversorgung dieses Sendemastes verantwortlich, der zu einem Telekom-Anbieter gehört. Ansonsten ist das halt ein typischer Lost Place, der aber doch recht häufig noch von vielen Leuten besucht wird. Tja, und sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao!